Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, hier auf dem Arsch. Ja, die Punkte sind wir da. Outrive. Ich habe mal ganz kurz das Spiel beendet und neu geladen. Ja, ein Traktor fährt nun mit dem Anhänger und holt Strom. Ich werde jetzt mal die Lage holen. Vom Silo halt erstmal, ne? Vom Teilsilo. Dann lassen wir noch zur Not für später mal. Damit er. Mal gucken, welche Punkte kriegen. Nö. Hier ist so ein Punkt zu machen, ein bisschen schwieriger, weil das Förderband immer flexibel ist. Nee, ich muss immer mal da und da stehen. Ja, Speicher muss auch versorgt werden. Oh, jetzt hat er ihn. Egal. Wir das Förderband drüber, ne? Motor starten. Am besten. Ich glaube, das Unmengen an Futter zu brauchen, ist ja auch nochmal. Mal gucken, was jetzt da reingeht im Stall. Jetzt werden wir den nächsten Silo aufmachen. Und das ist ja eigentlich Mais-Silage. Wird sich ja ab Mais Plus ohne ändern, ne? Wir müssen ja neu machen. Aber das bis zur nächsten Ernte dauert ein bisschen. Sehr lange, würde ich meinen. Aber tagsüber, wenn das Wetter so schön ist, nicht so hell, kann man ja ganz beruhigt langsam spielen. Und sonst komme ich gar nicht hinterher mit dem Befüllen des Lagers. Nicht? Sowohl. Silage oder Stroh oder Heu. Wo fährt der andere? Das steht irgendwo. Ich schalte mal durch. Wo es länger dauern könnte. Ich glaube, den haben wir schon gehabt. Zumindest gesehen. Ja. Nur ist ja hier kein LKW, sondern. Geht sie geradeaus. Ja, mit einem kleinen Anhänger ist vielleicht ein bisschen leichter zu fahren. Auf jeden Fall. Man das sehen kann, wie das Ding da fährt, oder man muss es nur animiert. Also nur, dass es da ist. Da immer noch eine Straße machen und hier auch noch am besten. Wenn ich überall über die Wiese fahren müsste. Aber hier mal die Kurse wegmachen, ne? Und so ressourcenfressend.
Kommt immer so vor. Ja, es gibt ja neue schöne Hardware, ne? Aber wirklich alles schön, ne? Von der Grafikkarte bis hin zum Prozessor. Mainboard dann logischerweise auch neu. Ja, ein Traum von Geschwindigkeit, ne? Aber ob es mir noch leisten kann, das wird sich erst im letzten Januar zeigen. Weil ich muss ein paar schöne Sonderzahlungen bekommen. Und was die im Tarif aushandeln, ne? Gefordert werden ja 10%. Die werden ja nie kriegen, oder? Die Inflation bezahlt wird von 6% vom letzten Jahr. Durchschnitt. Glaube eher nicht. Aber mal schauen. Im Grunde kann man schon froh sein, wenn man Arbeit behält, ne? Und Lohn bekommt an sich. Geht ja auch vielen schlecht, ne? Also Energieunternehmen und so, das ist, die viel Strom brauchen oder Erdgas sogar, Katastrophe. Das Problem ist hausgemacht. Grunde. Ja. Wir haben über Jahrzehnte keine richtigen Kraftwerke gebaut, ne? Was Strom angeht. Wir haben halt nur auf Erdgas gesetzt. Und haben den großen Bruder über das Ozean vergessen, dass der das nicht will. Und das Anführungszeichen. Teure Erdgas, was die uns verkaufen wollen. Da rentiert sich der Strom aber nicht. Also da kannst du wieder auf Kohle umsteigen, komplett. Bin dann gespannt, ob wir noch einige Kohlereviere im Ruhrgebiet wieder herrichten können. So. Hier müssen wir es auch korrigieren. Was habe ich eingegeben als Ziel? Ja. Oh. Das war eine Ehrenrunde fahren, ne? Den Punkt kann man wegmachen. Die Kühe schon was bekommen haben? Nö. Nix. Ist nicht viel. Na, schau mal. Ja, 15 Uhr, denke ich mal. Dann werde ich mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher drehen, um das zu sehen. Eins zu wenig. Geh mal auf 10, ne? Auf 15, ja, da können wir mal sehen. Nur bis 3 Uhr. Dann werde ich noch ein bisschen BGH füttern. Ob wir das ein bisschen umbauen können, eigentlich ja, ne? Ruckzuck ist das weg, ne?
Bisschen muss ein Radlader gemacht werden. Weil da war mit Traktor vorne dran, damit ich gleich. Wir sind flexibler, nicht? Dann wäre schon eine Fräse, ne? Uhr. Gehen wir runter, Geschwindigkeit. Geh mal kurz rüber. So. Hier kommen wahrscheinlich die Jungtiere rein. Also ganz, ganz jung. So, hier muss den Punktlösen korrigiert, dass er abgibt. Zugemacht. Die ist auch zu. Was braucht er normalerweise dafür? Geht's hier auf? Gülle haben wir schon mal. Das hier nicht funktioniert. Bei Geisterhand oder? Ja, hier geht's da nicht durch, ne? Ja, wird schon angerichtet. Ja, darf er da fahren. Ah. Der schwebt hier lang. Ah. Ah, gut. Das ist besonders erfreulich, dann können wir ein bisschen mehr uns um andere Sachen kümmern, ne? Mal gucken, was drin ist. Mengenmäßig. Fällt nur durch. Wurde schon weggefuttert. Oh, 150 Kühe, der Stall hatte. Ne, 250. Es gibt was zu Futter. Aus Versehen noch nichts. Muss noch einiges herfahren, vor allem an Silage zum Beispiel. Heu, Stroh. Ah, wieder offen. So. Mir kein Abkippsignal. Ja, wahrscheinlich war das. Macht er nur eine Stunde was rein? Das ist nicht viel. Ja, eigentlich normalerweise jetzt ein Signal kommen.
Rüste. Geh mal hier gucken. Hier ist immer was da. Also einiges hergefahren werden. Muss auch funktionieren, ne? Stell mal auf 2 ein, das ist glaube ich mehr Bedarf. Haben wir da Stroh. So, mal gucken, wie es klappt. Ist der Ton ein bisschen leise, ne? Schwierig zu sagen. Alle rufen sie nach Butter. Ich bin gespannt, wann der Futter zu sehen ist, angezeigt wird. Ob der nur alle Stunde reinfährt und was reinbringt. Bei 500 Tieren wäre ganz schön knapp. Mal ganz kurz das Förderband umbauen. Mal so, ne? Oh, langsam, Junge, langsam. So muss er funktionieren. Ist an. Gut. Ich hatte mal einen 90er gehabt, da war das Silo, da war es nicht, ist so ein Teil aufgegangen. Man musste irgendwie Umwege das machen. Dazu decken und dann mit einem Mod um wieder aufdecken. Und dann musste er wieder silieren. So, natürlich. Ganz blöd. So, Mist können wir eh nicht liefern, weil kein Stroh da ist. Aber das geht auch noch irgendwann. Muss man den zweiten auch noch nehmen. Spezialmischaktion. Und nicht Weizen. Das kann man alles da reinbringen. Die Produktion leider. Ach, kein Scheiß. Ich sehe da ein offenes Silo. Was nicht so richtig aufgeht. Ach nee. Das ist jetzt äußerst ungünstig, wenn das so ist. Oh, er gibt Gas. So, will er reinfahren?
ungefähr 15.000. Mal sehen, was wir brauchen. Also eigentlich, wenn das gut läuft, dürften wir jetzt keine Probleme haben. Wenn hier das Lager voll, oh, das klappt sogar, okay. Dann macht er hier das volle Lager voll und mal gucken, wann sie läuft. Und das nicht so klappt, wie es klappen soll, dann habe ich da ein Problem. Dann muss ich den einen Mod, habe ich glaube ich drauf, gibt es sogar. Oder ich kann das nochmal mit R öffnen. Ja genau, jetzt haben sie Lage. Oh, ein Bug. Toll. Ah. Ich hab festgelaufen. Jetzt kann ich warten. Beziehungsweise... Ich musste mal, ja, aus dem Vermieter nehmen, aus der Notreserve. Mal gucken. Ah, speichern. Da muss ich auch noch Futter holen. Ja, Beine. Der ist leer. Da muss ich auf jeden Fall sehr, sehr viel reinfahren. Wohl? Achso, ja, genau, ich beide reinigen. Ja. Mal gucken, welche von den beiden. Ohne ist egal. Mal sehen wieder. Ja. Folge zu Ende. So, Zuschauer, das sollte schon vorher gewesen sein. Ich sage mal schon Dank, dass ihr reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Und ich werde eine fleißige Silage liefern. Das wird erstmal voll ist, ne? Das können wir theoretisch sogar automatisch machen. Ja. Dann werden wir halt Stahl 2 nehmen. Ja, tschüss, ciao. Bis morgen. Tschüss und noch einen Dank fürs Reinschauen.